Ja. Und mit diesen sanften Klängen einer Laute begrüße ich euch zu Furios Let's Plays mit Biss. Und dieses Mal mit dem Start einer neuen Reihe, The Bard's Tale. Ein Spiel aus meiner Jugendzockerei. Und ja, ich freue mich, dass ich das jetzt mal wieder spielen kann. Und spiel's gerne mit euch zusammen, also schauen wir mal rein. Ihr wollt eine neue Geschichte hören? Na gut, wo soll ich anfangen? Ja, Schwierigkeit gibt es leicht, normal und alte Schule. Wir machen natürlich die Pussy-Version mit normal. So. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Das Glück wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Abenteuer des Barden aus. Eine hohe Geschicklichkeit erlaubt es dem Barden, mehr Schaden mit Fernkampfwaffen anzurichten. Ladenbesitzer bieten dem Barden deutlich günstigere Preise an, wenn er ein hohes Charisma besitzt. Ein gutes Rhythmusgefühl ermöglicht es dem Barden, magische Lieder virtuoser zu spielen und so die Werte herbeigerufener Wesen zu erhöhen. Nun, wir können hier ein paar Werte verteilen und das werden wir auch machen. Ich werde meinen Barden eher in die, nennen wir es mal, philosophische Ecke packen und ihm deswegen auf jeden Fall mal so relativ gleich verteilt. Ladenbesitzer bieten dem Barden deutlich günstigere Preise an, wenn er ein hohes Charisma besitzt. Eine hohe Geschicklichkeit erlaubt es dem Barden, mehr Schaden mit Fernkampfwaffen anzurichten. Wissen wir ja jetzt. So, das würde uns jetzt die ganze Zeit nochmal durchsagen, deswegen beeilen wir uns kurz. Ich rede nicht viel, ich muss nur kurz überlegen. Moment, ich habe noch 8 Punkte. Das Glück soll uns hold sein, die Vitalität soll ausreichend sein. Eine hohe Vitalität verbessert so, die Gesundheit des Barden, und natürlich nicht zu schwach, schwerer zu besiegen ist. Und das eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er... ich depp! Verdammt! Ihr wollt eine neue Geschichte hören? Sorry. Na gut, wo soll ich anfangen? Ein gutes Rhythmusgefühl ermöglicht es dem Barden, magische Lieder virtuoser zu spielen. Und so die Werte herbeigerufener Wesen zu erhöhen. So, weiter. Zack. Oh Gott. Ermöglicht es dem Barden, zweihändig geführte Waffen zu benutzen. Kritischer Treffer, Schatzsucher. Ja, hören wir es uns kurz an. Ermöglicht es dem Barden, in der einen Hand einen Dolch und in der anderen ein Schwert zu führen. Ermöglicht es dem Barden, Flegel zu benutzen. Der Barde wird automatisch mit seinem Schild zuschlagen, nachdem er einen Angriff abgewehrt hat und seinen Gegner so betäuben. Nicht schlecht. Ein mächtiger Sturmangriff, der die Gegner betäubt, wird mit dem Talent Schwert eingesetzt. Ein mächtiger Fernangriff, der sein Ziel durchschlägt, wird mit dem Talent Fernkampfwaffen eingesetzt. Ermöglicht es dem Barden, bei seinen Gegnern einen kritischen Treffer zu landen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Der Barde erhält bei jedem Schatz, den er findet, zusätzlich etwas Geld. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich wandel gerade zwischen dem kritischen Treffer und dem Schmetterschild. Dazu müsste ich aber auch immer dann ein Schild führen. Dann machen wir lieber kritischer Treffer und Beidhändigkeit. Beidhändigkeit ist schon cool, weil so habe ich ein bisschen Auswahl an Waffen. Dann machen wir Beidhändigkeit. Das wird schon werden. So weit war es schließlich gekommen. Ein einsamer Mann, ein Poet und Gauner ohne nennenswerte Freunde, die im Fall des Falles sein Ableben betrauern würden. Selbst jene an seiner Seite sind eher Sklaven als lustige Kumpane, beschworen durch Zauberei und Gesang. Und ihm gegenüber so gleichgültig und kalt wie das Licht eines vorbeiziehenden Sterns.
Ihr habt einen schrecklichen Fehler gemacht, hierher zu kommen. Doch um zu wissen, wo er ist, müssen wir wissen, woher er kommt. Und um das zu wissen, müssen wir anderswo beginnen. Und vor nicht allzu langer Zeit. Er war ein einfacher Mann, ein freier Mann mit scharfem Geist und spitzer Zunge, einem Auge für die Mädchen und dem Talent, dem Gesetz immer einen Schritt voraus zu sein. Er war nach Juten gekommen, um seine Lieder zu spielen und Karriere zu machen. Er fand sich vor der besoffenen Ratte wieder, einer Schenke, die der Witwe Mary McRary gehörte. Der Bade machte sein Instrument fertig und bereitete sich darauf vor, seinem Gewerbe nachzugehen. Flegel, hebt eure Hintern und tötet sie. Ich werde euch retten, holde Maid. Ah, was seid ihr doch für ein strammer Bursche, dass ihr mich vor diesem kleinen Monster retten wollt. Ich ging gerade zufällig vorbei, als eure Schreie das Knurren meines leeren Magens übertönten. Ihr seid doch nicht verletzt, oder? Nein, aber wie süß von euch, dass ihr fragt. Sagt mal, ich hätte da eine Idee. Wenn ihr einen kleinen Auftrag für mich erledigen könntet, würde ich euch eine gute Mahlzeit spendieren und ein warmes Plätzchen für die Nacht. Ich nehme mit Freuden alles in die Hand, was ihr mir entgegenstreckt. Dann ist es abgemacht. Ich hätte da also dieses kleine Rattenproblem im Keller. Und wenn ihr es lösen könntet, wäre ich euch ja so dankbar. Ratten, sagt ihr? Im Keller? Wie klischeehaft von euch, meine Liebe. Aber dieses eine Mal werde ich euch vergeben. Ihr werdet ein größeres Schwert brauchen als das, was ihr habt, falls ihr in Schwierigkeiten geraten solltet. Mein Schwert ist wohl groß genug, um aller Schwierigkeiten Herr zu werden, die ihr haben könntet. Ja, man sieht nicht, wo ich die ganze Zeit hingucke, oder? Also, ich muss mich noch ein bisschen, genau, alles klar, das funktioniert so. Das ist das Kontextmenü, sehr gut, alles klar, ja genau, passt. Jo, alles gut, kriegen wir hin. So, Draw Sword. Dann, also... Wir haben jetzt die Aufgabe, dass wir Ratten aus dem Keller vertreiben müssen. Und das machen wir jetzt zuerst, bevor wir uns hier in irgendwelche Abenteuer schwingen. Kiste! Entschuldigung. Controllersteuerung, ne, wie immer. Muss ich nur an meinen Controller ein bisschen gewöhnen. Oh, was haben wir denn hier? Und dann plünderte der Barde die Truhe, in der die Witwe ihre wertvollsten... Wartet mal. Lese ich das richtig? Ihr bestehlt sie? Ich würde es nicht direkt bestehlen nennen. Die Leute lassen allen möglichen Kram in Truhen herumliegen. Und anscheinend macht es niemandem etwas aus, wenn ich mich bediene. Betrachtet es lieber als Dienstleistung. Wer weiß, wie überladen diese Truhen wären, wenn ich sie nicht ab und zu leeren würde. Rückblickend erstaunt es mich eigentlich, dass es so lange dauerte, bis der Bade sich an Marys Truhe zu schaffen machte. So, silberne Kerzenhalter und was haben wir noch? Das Tagebuch. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Kisten? Kann man die? Nee, gehen doch in der Version nicht. Alles klar. Also, geht doch. Na egal. Wir gehen in den Keller. Ich dachte doch, hier erinnert mich an was. Wenn man da lange nicht drauf eintrischt. Genau. So, was haben wir hier noch? Also, relativ klischeehaft, ne? Das Abenteuer jeder guten Heldengruppe, manche kennen das vielleicht aus Pen-and-Paper-Rollenspielen. Es geht immer damit los, Ratten aus dem Keller zu beseitigen. Beseitigen ist das Wort. Genau. So. Speicherpunkte. Kisten beinhalten manchmal Schätze oder ähnliches. So. Der Rest lässt sich nicht kaputt machen. Aber egal. So, wir gucken uns mal um und schauen, wo wir unsere ersten Ratten finden. Man kann auch so ein bisschen natürlich die Kameraperspektive steuern. Wenn es euch zu wild wird, sagt mir ruhig mal Bescheid. Ratten!
Ratte! Zack! Auftrag erledigt. Gepriesen sei der Barde, der Rattentöter und Nagerbanner, der die Kellergewölbe so mutig wieder sicher gemacht hat für dralle Schankmeiden und wilde Witwen, oder etwa nicht? Was zur Hölle? Lichterloh brennend rannte der Barde die Treppe hinauf, um im Schankraum Schutz zu suchen. Ja, das versuche ich gerade. Speicherpunkt. Ja, brenne immer noch. Er hat gut durchgehalten. Mit Betonung auf gut durch. Nicht gut durch. Ja, lauwarm. Und das versuchen wir gleich nochmal. Ja. Hoffentlich bin ich bei meiner Rückkehr abgekühlt. Was seid ihr als nächstes dran? Broadsword. So, jetzt gucken wir mal schnell. Moment, ich guck mal. Oh, Verzeihung, Entschuldigung. Ich guck mal kurz, wie ich in mein Inventory komme. Nee. Ich kann hier nur die Beschwörung Ratten. So, das sind so Minions, ne? Was habe ich denn noch? Nein. Ne, auch nicht. Was gibt es denn noch an Optionen? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen ja, ich weiß. Soll. Mir fehlt so ein bisschen gerade. Hinten bleiben! Bleibt, wo ihr seid! Angriff! Das ist die Sprachwahl. Aber irgendwo muss ich doch noch, ich muss mal ganz kurz gucken, irgendwo muss ich doch noch irgendwie... Wie war denn das? Nee. Egal. Wir probieren es nochmal. Was? Drücke X, um mit Magic zu sprechen. Nee, das wollen wir nicht. So, wir probieren es einfach nochmal. Ich muss mich da auch wieder an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Auch mit dem Controller, das ist was Neues. So, Mäuschen. Lalala. Kommst du hier? Wer zum Teufel seid ihr? Wie seid ihr hier heruntergekommen? Solche Dinge brauchen euch derzeit nicht zu kümmern, Jungspund. Ich bin hier, um euch bei eurem Rattenproblem zu helfen. Ein Schwert kann jeder Grobian schwingen, aber wenn ihr diese haarige Bestie wirklich besiegen wollt, versucht doch mal, dieses Lied auf eurer Laute zu spielen. Verschwindet, ich kann euch nicht gebrauchen. Ich biete nicht an, euch zu begleiten, junger Hüpfer. Ich biete euch ein bisschen Liedgut und Magie an. Damit ihr heil wiederkommt. Na toll. Die Ratte kriegt also nicht nur ein Abendessen, sondern auch noch eine Show? Wenn das Lied so mächtig ist, dann singt es doch selbst und erspart mir den Ärger. Es wäre schön, wenn ich's könnte. Aber ich bin nicht so ein Mann der Tat wie ihr. Also tut euch einen Gefallen und nehmt ein wenig Wohltätigkeit an, wenn sie euch angeboten wird. Abgemacht. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Die Donnerspinne. Ein eindrucksvolles Monster, nicht wahr? Bevor ihr euch auf diese Riesen... Ich fürchte zwar, dass ich das bereuen werde, aber lasst hören, alter Mann. Hau rein. Gut gemacht, mein Junge. Ihr wisst schon, wie man angreift, aber wie sieht es mit der Verteidigung aus? Drückt die Verteidigen-Taste. Was? Wovon redet ihr? Ihr seid völlig verrückt, was? Ich habe mal einen Mann getroffen, der redete die ganze Zeit von Mäusen, die außer ihm niemand sehen konnte. Ihr seht ihm nicht unähnlich. So, blocken. Jetzt blocke ich imaginäre Schläge. Ich hoffe, ihr wisst, wie albern das ist. Das war prima, Junge. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass ihr die Taste nicht gedrückt halten dürft. Ihr müsst den richtigen Moment abpassen, um den Angriff des Gegners abzuwehren. Natürlich muss ich den richtigen Moment abpassen. Wie sollte ich sonst bitte einen Angriff blocken? Jetzt erkläre ich euch, wie ihr auf eurer Laute spielen und damit Magie wirken könnt. Was? Ihr kennt meinen Namen nicht? Der Barde!
Habt ihr nicht gesehen, wie ich eben diese Ratte herbeigerufen habe? Drück die Beschwörungsmenü-Taste. Ihr hört mir überhaupt nicht zu, stimmt's? Das ist so geil. Ich liebe diesen Joke. Nun seht ihr die verschiedenen Wesen, die ihr mit der Zeit herbeirufen könnt. Ich habe euch vorhin erklärt, wie man eine Spinne herbeiruft. Also wählt sie aus. B? B. Und dann X. 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 Das war endlich mal hilfreich. Wurde auch langsam Zeit. Jetzt kommt der spannende Teil. Also hört gut zu, mein Junge. Ihr habt nicht die vollständige Kontrolle über die Kreaturen, die ihr beschwört. Aber sie werden dennoch ihr Möglichstes tun, euch zu gehorchen. Versucht ihnen, Befehle zu erteilen. Versucht zum Beispiel, damit euer kleiner Freund etwas aggressiver wird. Angriff! Ah, das macht ihr schon ganz gut, mein Junge. Ihr könnt mit den verschiedenen Befehlen ein bisschen herumexperimentieren, um eigene Strategien zu entwickeln. Manchmal werdet ihr eine herbeigerufene Kreatur auch wieder loswerden wollen. Drückt die Kreatur einfach nochmals an. So werdet ihr eine unerwünschte Kreatur wieder los. Bye bye. Toll. Funktioniert dieser Trick auch bei euch? Und jetzt viel Glück beim Kampf gegen die Ratte, mein Junge. Ui, toll. Ich liebe den Humor von diesem Spiel. Er ist so abgefangen. Ich muss unbedingt darauf achten, solchen mysteriösen alten Krautern in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Ja, 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 ja. Da hat er mehr als recht. So. Hui, hallo, Spinni. So. Schauen wir schon mal, oder? Sinn. Da kommt schon ein Schwert. So. Attacke! Gepriesen sei der Barde, der Rattentöter und Nagerbanner, der die Kellergewölbe so mutig wieder verlassen hat. Hey, spart euch die Witze. Erzählt einfach die Geschichte. So, Spinni, dich brauche ich nicht mehr. Danke dir. So, gibt's was zum Looten? Looten, Looten, Looten. Luten. Ich hasse diese lutenfreien Spasti-Ratten da. So, wo geht's hier zu Kika? Da. Mary, ich habe eine Ratte getötet. Schon wieder davon gelaufen, was? Geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid und überlasst das Kämpfen denen, die den Schneid dazu haben. Ah, ja, genau, das war das. An Schneid mangelt es mir wohl kaum, Gnärfrau. Diese Ratte könnt ihr getrost vergessen. Ihr meint, sie ist tot? Oh, vielen Dank. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Das war das Mindeste, was ich für eine Maid in Nöten tun konnte. Wie steht's jetzt mit der Mahlzeit? Warum wartet ihr nicht, bis ich ein paar Reste für euch zusammengekratzt habe? Ach ja, und euer Hinterzimmer ist fast fertig. Nächsten Morgen. Nach einer einsamen Nacht in einem ziemlich unbequemen und schäbigen Bett erwachte der Barde am nächsten Tag in übler Laune. Ihr solltet mit eurem seltsamen Freund sprechen. Er fing an, meine Stammkunden zu verjagen. Da musste ich ihn rauswerfen. So, packen wir Schwert wieder weg. Das wollte ich wegpacken. Moment, so. Genau. Quatschen mit seltsamen Freund. Ich habe keinen seltsamen Freund, aber die meinen wahrscheinlich ihn hier, ne? X.
can rap the aching drum and throw these pubes will. One thing you can be sure of, it's Charlie's beer they sell. So all you lads and lasses, at 11 o'clock you stop. For 5 short seconds, remember Charlie Moss. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, he must have been a admiral, a sultan or a king. Come to his praises, we shall always sing. Look what he's done for us, he's filled us up with cheer. Well, bless Charlie Moss, the man who invented beer, 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 tiddly, beer, beer, beer. A very remote, a bushel of hopes, you steer around with your stick. The kind of lubrication to make your engines tink. 30 pints a wallop a day will keep away the quacks. It's only 8 pence a penny and only 6 in tax. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Must have been an admiral, a sultan or a king. Unto his praises we shall always sing. Look what he has done for us, he's filled us up with cheer. Lord bless Charlie Moss, the man who invented beer. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief klingt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, drum ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskacken habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.